hallo und herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Druidendeck mal wieder. Nicht Kriegerdeck. Wir haben drei besondere Karten drin jetzt in diesem Deck. Das ist zum einen der Manipulator, das ist unser Cain Bluthoof und das ist das Schwarze Ritter. Ich glaube, das sind die drei einzigen violetten oder goldenen. Legendary. Ja, gegen und wir bekommen einen Paladin. Also, Taktik, ich muss alles freiräumen. Oder alles freihalten. Deswegen nehmen wir die beiden Karten mal weg. Und damit können wir eigentlich schon ein bisschen was anfangen. Weil in dem Moment, wenn wir ihm einfach irgendwas auch nur auf dem Deck lassen, sei es von seiner Heldenfähigkeit, er wird uns im nächsten... Im nächsten Schritt wird er es uns, wird er sich hochbuffen. Ich bin halt morgen echt noch komplett verwirrt. Das ist. Melde mich zum Dienst. Gott sei Dank haben wir so eine schöne Heldenfähigkeit hier. So dass wir ihm seine 1-1er eigentlich sehr, sehr schön aber wegnehmen können. So. Nächste Runde könnte ich unter Umständen zusammen mit ihm jetzt auch schon meinen. Okay, er spielt 2. Soll mir recht sein, die können wir beide auch bedienen. Zum einen nehmen wir einen weg. Und dann freuen wir noch und nehmen das zweite Schwarze weg. So, nächste Runde wird 4. Ich überlege gerade, entweder ich spiele die beiden Panther oder... Geladen und entsichert! Ich spiele die beiden Panther. Ich spiele eindeutig die beiden Panther. Oh, ich könnte auch was richtig Großes machen. Und damit kriege ich das auf 8. Und könnte ihm damit das richtig eklig machen. Ich frage mich, ob... Ich hau es auf 8 hoch. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So. So, jetzt hat er was Ärgerliches hier. Auch mit seinem 4-4er kriegt er den eigentlich nicht sofort weg. Und er weiß, dass ich ihn hiermit hochbuffen kann. Schauen wir mal, was er macht. Ich frage mich, ob... Was spielt er jetzt? Na, da kommt schon die Hochwaffen, wie ich es gesagt habe. Aber er muss beide für ihn verschwinden. Und das ist natürlich schön. Nehmt das! Gut, und er geht direkt auf uns. Ihn können wir natürlich sehr, sehr schön wegnehmen. Weil ich einfach, ja. Ich nehme hoch. Vorwärts. So, dann kommt einmal der Angriff. Dann spielen wir uns noch hier ein paar Panther. Und ich habe bereits eingegriffen. Ja. Zumindest mal ein Schild noch weiter. Wir haben 2-2. Okay, das ist schön. Er geht auf uns und nimmt keinen Diener weg. Strange. Schließlich sind wir inzwischen schon in Runde. Wo soll ich zuschlagen? So, wir haben hier eh keinen großartigen Gegenwehr. Wenn einmal hier. Einmal hier. So, und bei ihm sieht's recht leer aus.
Ich habe ein riesiges Gewehr. Ja, 2 Schaden ist okay. Ich denke, das ist in der nächsten Runde eine Aufgabe dann. Oh, muss ich jetzt wirklich mit 2 drauf gehen? Naja, schauen wir mal. Ich denke, ich nehme die 4 Schaden in Kauf. Wir sind noch recht gut. Und ich muss keinen dafür schön opfern. Einmal, 2-mal. Und mit dem 5er haben wir noch einen 2er. So. Er hat 2 Tanks jetzt dran stehen. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Eine Nachtklinge. Melde mich zum Dienst. Sehr schön. Ah. Tschüss. So. Da ist nichts mehr viel da. Ja, ich würde sagen. So, einmal. Vorwärts. Auch noch ein bisschen. Für die Wildnis. Das war's. Hätte ich ihn schon besiegen können? Ich habe es jetzt gar nicht durchgerechnet, gebe ich zu. Aber es sollte eigentlich so gut wie entschieden sein. Er kann eigentlich aufgeben. Gib mir den Bogenlichtschirm. Und er hofft noch auf eine gute Karte. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Bekommt aber rein gar nichts. Und wählt den Selbstmord. Ja, also ihr selbst. Dann warten wir kurz, bis die Töne weg sind. Ihr seht, es ist eine schöne Möglichkeit mit dem Deck hier, gerade gegen, ja, es war jetzt kein arg schwieriger Gegner, muss man zugeben. Aber es ist ein schönes nervendes Deck, das heißt, man hat eigentlich schöne Antworten. Es hat so gut wie kein RNG drin, bis auf das normale Kartenziehen halt eben. Aber man kann bei jeder Karte eigentlich so gut wie immer voraussagen, was sie genau macht. Und das finde ich eigentlich bei Decks immer recht praktisch. Gut, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Ich stottere heute schon echt schlimm, das ist ganz schlimm. Also wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, dann stellt ihr fest, das ist normalerweise eher weniger so. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt dies bitte unten in die Kommentare. Oder auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge für die Decks habt, schreibt diese einfach rein. Und wenn es euch was gebracht hat, gebt ein Like. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.